Beim Verein Seglerhaus am Wannsee werden Tradition und Nachwuchs vereint. Weit über 150 Seglerinnen und Segler findet man an diesem Wochenende auf Wannsee und Havel. Grund dafür? Ganz einfach, Deutschlands älteste Jollenregatta, der Seglerhauspreis steht an. Über die Jahre hat sich der Seglerhauspreis hier zu einer Jugendveranstaltung entwickelt, wo wir also die Nachwuchsklassen auch gerne zu Gast haben. Und ich freue mich sehr, dass wir auch dieses Jahr viele Segler begeistern konnten, heute hier teilzunehmen. Zeitgleich werden auch in 4 der 5 Bootsklassen die Berliner Jugendmeisterschaften ausgetragen. Knapp 30 Grad und nahezu keine Wolke am Himmel, perfekte Voraussetzungen für die Traditionsregatta. Auch genug Wind ist vorhanden, damit die Wettfahrten zumindest am Samstag stattfinden können. Einfach sind die Bedingungen aber trotzdem nicht. Die Windverhältnisse waren schwierig, fanden wir. Also auch die Böen kamen schwierig runter und die Dreher konnte man auch nicht immer vorhersehen und so. Aber eigentlich haben wir es gut gemanagt. Neben Helene und Emily im 420er sind an diesem Wochenende aber auch über 20 andere Wannseaten im Einsatz. Am stärksten vertreten sind die Gastgeber im Ilka 6. Jugendarbeit ist auch ein wichtiger Bestandteil des VSAW. Über 200 Jugendliche lernen hier das Segeln von der Pike auf. Die Ambitionen sind groß. Wir haben viele Leute, die zur Olympia schicken können, die also auch bei uns hier in der Jugend schon angefangen haben. Und wenn man das sozusagen als Finalziel nimmt, bei Olympia segeln zu wollen, ist eine Jugendarbeit für den Verein essentiell. Der Seglerhauspreis unterm Strich durchaus erfolgreich für die Gastgeber. Nachdem am Sonntag mangels Windes keine Wettfahrten gesegelt werden können, werden nur die Ergebnisse von Samstag gewertet. Insgesamt 8 Top-10-Platzierungen gibt es für die VSAWler, inklusive Titel für Lenny Schulze im LK 6. Es war sehr schwierig, wir hatten schwierige Bedingungen, es hat eine Menge gedreht, war schwierig dann die Dreher auch zu sehen und sowas. Aber am Ende hat es dann ganz gut geklappt. Damit geht der Seglerhauspreis 2023 zu Ende. Deutschlands zweitältester Seglerverein hat aber noch einige andere traditionsreiche Highlights zu bieten. Wie zum Beispiel die German Open oder Spieltage der Segelbundesliga. Seit vielen Jahren organisiert der Verein auch die Kieler Woche mit. Bleibt nur noch zu sagen, auf ein baldiges Wiedersehen am Wannsee und allzeit gute Fahrt.